Hallo Rihoverte Borderlands-Fans, wir machen hier mit der Hauptgeschichte weiter, indem wir dieses Quest abgeben. Du wolltest gerade sagen, ich soll mal vorbeikommen, alles klar. Ich glaube es nicht, du hast Sledge wirklich erledigt. Ich werde Helena in Kenntnis setzen. Wenn sie deine Geschichte hört, gibt sie dir sicher die Erlaubnis, das Dahl Headland zu betreten. Ja, immer her damit, oder? Direkt ein Level abgekriegt dafür, cool. Ich glaube es nicht, du hast Sledge wirklich erledigt. Ich werde, ach, das hatten wir gerade. Und wir haben hier zweiter Schütze-Class-Mod, einen Klassen-Mod gekriegt. Und sogar genau den, den ich will, wo das Team regeneriert Munition. Genau, ich wollte Muni regenerieren dadurch. Perfekt, gleich den richtigen. Pierce ist einverstanden, deine Freigabelevel zu erhöhen. Was? Ach, schau wieder. Alles klar. Pierce ist einverstanden, dein Freigabelevel zu erhöhen. Sie möchte, dass du nach New Haven reist und sie dort triffst. Begib dich also zum Tor des Dahl Headlands und sprich mit Claptrap dort. Er wird dir Einlass gewähren, nachdem du das Tor passiert hast. Musst du dich an Ernest Whiting auf der anderen Seite wenden. Er kennt das Headland wie kein anderer und kann dich über ihre Eigenheiten informieren. Machen wir das mal. Nebenquests natürlich erstmal weglassen. Jetzt werden wir über den Class-Mod informiert. Ne? Der kann auch tatsächlich, haben wir automatisch angelegt, Punkte geben für Fertigkeiten. Ne? Da unten plus 1 auf Vorrat. Da muss man aber in diesem Teil hier mindestens einen Punkt drauf haben, damit das aktiviert wird. Und das haben wir nicht. Aber, wir können hier die letzte Fertigkeit aktivieren. Feuert alle 8 Sekunden eine Rakete ab für unseren Turm. Das nehmen wir natürlich, bevor wir darüber gehen und einen Punkt wenigstens auf Vorrat machen. Du hast eine Klassenmodifikationseinheit entdeckt. Genau. Diese Class-Mods, wie ihr Menschen sie nennt, können dazu verwendet werden, deine Fähigkeiten zu modifizieren. Genau. Haben wir gemacht. Gut, dann einmal quer durchs Arid Badlands, würde ich sagen, oder? Was sagt die Karte? Die Karte sagt wahrscheinlich genau das, ne? Ja, genau. Also bis zu dem Punkt hier, kennt ihr die Fahrt ja? Da waren die Windmühlen und so, wo man die Scheiße ab von den Ventilatoren abschießen musste. Und da... bis dahin schneide ich, glaube ich. Hier sind wir bei dem Windrad, was als Ventilator in dem Quest gezählt hat. Hier hatten wir gar nichts zu tun. Wahrscheinlich führt uns hier dann das nächste Nebenquest hin. In Titans End. Du glaubst auch, dass es die Kammer gibt? Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Okay. Also, Partner? Schon klar. Du willst Geld machen. Schon klar, schon klar. Wollen wir mal gucken, was für ein Item-Level hier die Automaten haben. Das ist ja ganz am Ende von den Badlands. Ui, guckt euch das an. Combat Rifle Schaden, Sturm über gleich so einen krassen Mod gefunden. Was eine Frechheit, oder? Nun ja, was soll's, wir brauchen ihn gerade nicht. Und wir bleiben bei unseren Transfusionsgranaten. Wir wollen lieber Munition regenerieren, passiv. Das ist die ganze Zeit. Wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche DNS bestätigt. Zugang zum Dahl Headland wird gewährt. Na, perfekt. Warte bitte, bis ich das Gate für dich aktiviert habe. Ha! Dann mach. Aktiviere! Nein, nicht doch. Ja, aktiviere! Ja. Dankeschön. Du kannst jetzt in das Dahl Headland einreisen. Viel Vergnügen und einen erholsamen Aufenthalt. Okay. Interessant. Auf Basis deiner aktuellen Stressfaktoren habe ich errechnet, dass du mit 94,3%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben wirst. Ah! 94%iger Wahrscheinlichkeit, okay. Okay, darf ich die New U-Station trotzdem benutzen, für falls das wirklich passiert? Na, wie man an dem kleinen Ladebildschirm-Screenshot ja schon erkennen konnte, gibt es hier tatsächlich Banditen, die selber Fahrzeug fahren. Na hallo, wie geht's dir? Wer bist du? Abreise aus Firestone. Du kommst gerade im richtigen Augenblick. Die Banditen stellen sich unter einem Kerl namens Matt Mal wieder neu auf. Er hat wieder die Straße blockieren lassen und will den in der Falle locken, den in die Falle locken, der seinen Vorgänger auf dem Gewissen hat. Das bist nicht zufällig du? Also, wir reden von Sledge, oder was? Upsi. Was ist, das ist die Optional, das ist die Story-Mission. Oh, du kommst genau recht. Banditen belagern die Kneipe Last Chance Watering Hole im Süden.
Und mein Freund Lucky ist darin gefangen. Kurz bevor du aufgetaucht bist, hat er mich um Hilfe angefleht. Komm schon, red fertig, Claptrap. Red nicht immer rein, wenn ich am Reden bin. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber jetzt bist du ja hier. Bitte, du musst meinem Freund helfen. Klar machen wir das. Das ist ja die Hauptmission. Alles andere verschieben wir später. Er macht uns eine Schanze auf. Wie geilomatisch. Und Booster aktivieren! Lucky ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Na dann, lass mal ihn überleben, alles klar. Hatten wir ja eh vor, also passt gut zusammen. So, mal gucken, wie das hier läuft mit unseren neuen Raketen, die unser Turm verschießen kann. Ah ja, da. Das sind so Verfolgungsraketen anscheinend. Oh, der hält ja gut was aus, der Gegner, meine Fresse. Oh, ich habe nur knallhart verfehlt. Aua, aua, da habe ich ein bisschen zu viel riskiert. Ah, genau im falschen Moment gekillert. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Okay. Geh mal weg, du. Ah, da oben. Der hat uns auch flankiert, ne? Das habe ich ganz übersehen. So, noch ein paar Granaten bereit wieder. Heilen, heilen, heilen. Haben sie uns wieder flankiert? Sind sie irgendwie hinter uns geraten oder was? Die sind einfach alle da oben, die Spaggels. Komm schon, runter, du Spaggoland. Geht doch. Oh, die ganzen Fässer da. Ja, jetzt ist er gerade in Deckung. Ne? Hätte man die Fässer da noch ausnutzen können. Oder sie nutzen die Fässer aus, wenn ich mir jetzt hier den Loot hole. Lootgierig. So, unser Schild geht's wieder. Unserem Schild geht's gut. Wir können wieder aggressiver spielen. Wunderbar. Erledigt. Genug Banditos gekillt. Lucky jetzt frei. Okay, okay. Doch noch nicht genug gekillt. Nee, schmeiß mal hier das Türmchen hin und müssen sie erstmal sich durchkämpfen. Nein. Die durften einfach durchlaufen. Habt ihr das gesehen? Die konnten einfach durch den Schild von meinem Turm laufen. Ich hab gedacht, das geht nicht. Fast so, als hätte man einen Soldaten mehr. Genau. Das war eine sehr schnell schießende Schrotflinte, die wir da gerade gefunden haben, oder? 2,2 oder was hatte die da gerade? Der 2,2 von Vladav. Was ist Schaden im Vergleich? Viel weniger? Oh, geht so, geht so. 36 mal 11 und da 35 mal 8, okay. Hm, ich weiß nicht, ich würde es mal riskieren. Weil schnell schießende Schrotflinte ist natürlich richtig geil. An dir kann man das gleich mal kennen, ne? Gedrückt halten. Ich halte mal die Taste gedrückt. Ja, ich kann gedrückt halten. Wie cool ist das denn? Hallöchen. Na, Lucky, bist du irgendwo? Wir checken gleich die Läden hier. Erstmal Lucky retten, ne? Hallo, Lucky. Glück gehabt. Danke, Mann. Du hast mir wirklich aus der Klemme geholfen. Wir müssen endlich etwas gegen diese Banditen unternehmen. Seit Sledge tot ist, führen sie sich wie besoffene, angepisste Hornissen auf. Ein schönes Schild mit ganz viel Kapazität. Das klingt gar nicht schlecht. Für später mal. Aber das dauert ja noch über 5 Level. Nee, nee, das ist noch nicht gut für uns. Ich möchte zu Ernest zurückkehren. Aber das ist eine optionale Mission. Passt schon. Das war dann die Hauptmission? Hey, danke, dass du dem Penner das Leben gerettet hast. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn, bis ich ihm den Hals umdrehe. Okay, dann lesen wir einmal das... Machen wir's guter. Optionale Mission? Das ist ja auch eine Option. Was ist denn die Hauptmission jetzt gerade? Lege den Schalter des Schnellreisenetzwerkes um. Wir haben wir angenommen, aber das ist eine optionale Mission. Was ist denn gerade die Hauptmission? Ist das die Hauptmission? Aber da steht optional. Egal. Dann ist es wohl doch eine Hauptmission, weil es die einzige Mission, die wir annehmen konnten.
Ich möchte zu Ernest zurückkehren, aber ich kann es nicht mehr, ich kann es mit keinem weiteren Banditen aufnehmen. Das Schnellreisesystem wäre okay, aber es funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Matt Mel hält Scooter davon ab, das Ding zu reparieren. Wenn das System funktionieren würde, könnten wir uns sofort zu jeder New U Station, bei der wir schon einmal waren, teleportieren. Auch zu der bei Ernest Emporium. Kannst du es reparieren? Du musst nur auf den Masten klettern, die Schalter umlegen und anschließend den Hauptschalter drüben in der Station aktivieren. Kinderleicht, oder? Verstehe ich nicht, warum das eine optionale Mission ist, weil wir haben ja wirklich, wir haben sonst keine anderen. Das ist skurril. Es ist ein Fehler da geschrieben, weil es ist eindeutig keine optionale Mission. Das ist die Hauptmission. Skurril. Es ist so, man muss ihm einmal helfen, damit er uns dann hilft, euch wieder zu helfen. So, kleines Hüpfspielchen. Mal euren Schalter benutzen. Ah, das war nur ein Schalter. Okay, muss man noch einen zweiten Schalter. Da steht ja der Schalter umgelegt. Eins von zwei. Hier sind so ganz viele Gegner. Ah, ich werde verfolgt! Von wütenden Skytiten. Machen springen. Ich weiß doch, ihr springt einen an, oder? Genau. So. Damit habe ich gerechnet. Aber. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was für ein Level sind die. Die verrecken immer wahnsinnig schnell, so ist es nicht, aber. Ob sich das lohnt, die zu killen. So auf Dauer. So von erfahrungsmäßig her. Ob die noch halbwegs unser Level haben. Wäre schon gut zu wissen. So. Zweiter Schalter. Und jetzt noch irgendwas da hinten. Hauptschalter aktivieren, alles klar. Wow! Gefährlich. Oh, was haben wir da? Platzender Skytit. Greift ihr das mich an oder? Ah! Man wird instant gekillt, wenn man ein fahrendes Auto berührt. Okay. Okay, gut zu wissen. Na dann, benutzen wir selber ein Auto, dann sind wir ein bisschen sicherer. Aber hier gibt es gar kein Auto. Autostelle doch. Ich muss es doch, oder erst wenn ich den Strom wieder umgelegt habe oder was oder wieder wo. Da hat mich das Auto schon wieder erwischt. Was ist eine Frechheit? Wo ist denn hier die Autostation? Da ist die Autostation. Das kostet. Ihr kostet mich Geld hier, Leute. Steige ein. So. Jetzt sind wir ein bisschen sicherer wenigstens. Hängt natürlich davon ab, wie viel uns das andere Auto an Schaden macht. So direkt und so, aber. Da ist das Auto. Der war's. Der war's. Alle wie der Chip. Selbst die Aktivierenden gehen. In Ordnung. Ah ja, da war doch irgendeine Nebenquest. Muss man von denen irgendwas sammeln und dann kann der Special Skill Explosivschaden machen? Kann das sein? Ich glaube. Apropos, haben die hier alle ein Schild? Ich glaube schon. Gut, dann machen wir hier mal bei unserem Action Skill Strom rein. Schockschaden für den Schockbolzen. Hauen den hier raus. So, dann schocken wir hier ein bisschen die Gegner. Wenn wir etwas aggressiver vorgehen, in der Hoffnung, dass unser Turm uns den Rücken deckt. Okay, ja, ja, aber ich höre ihn ständig schießen, also er hat was gemacht. Ja, guck mal, der ist verletzt. Der ist nicht verletzt, okay. Die Feuerrate ausnutzen. Mini-Kill! Das war gefährlich. Oh, ach du Schreck. Ach du Schreck. Oh, die Nachladezeit. Sorgt für Spannung. Okay. Einmal jetzt nachladen und um die Ecke und. Boom! Feuerrate ausnutzen. Oh nein, da sind noch mehr. Verschätzt, zu früh auf Nachladen. Wo sind sie denn jetzt? Sind sie unten oder was? Naja, egal. Wir müssen hier nur einen Schalter aktivieren. So, ich aktiviere den Schalter. Und Hauptschalter aktiviert. Strom fließt wieder. Pandoras Schnellreisesystem ist jetzt online. Das heißt, man kann jetzt Schnellreisepunkte wieder benutzen, um schnell von A nach B zu kommen. Was auch meine Nebenquests folgen und einiges beschleunigt, würde ich mal behaupten. Shit, es heilt den Turm anstatt mich. Das ist der Nachteil von diesen Granaten am Anfang. Hat noch keine Albern, will es benutzen, sich selber zu heilen und dann sowas. Okay, haben wir alles geklärt, oder?
Hat auch gute Erfahrung gebracht. Wir tun jetzt einfach so, als sei das die Hauptquest, weil hier ist sonst keine andere Quest. In Firestone soll es ja angeblich noch welche geben, aber hier gibt es zumindest keine. Oha. Oha. Yeah. Meine normalen Waffe im Auto gekillt. So läuft das. Schnell wieder einsteigen, bevor es wieder zählt, dass die mich überfahren haben. Noch ein Auto, ja, okay, wir machen eindeutig sehr guten Schaden mit unserem Auto gegen deren Auto und halten deren Schaden aus. Vielleicht liegt es am Raketenwerfer, weil die ja Maschinengewehre benutzt, aber das könnten wir auch testen. Das nächste Auto mal mit Maschinengewehr mitnehmen und dann schauen. So. Großartig, du hast das Schnellreisesystem reaktiviert. Ich werde später bei Ernest vorbeischauen. Hm? Hast du keinen Schnellreisepass? Ich habe noch einen Ersatzpass, den kannst du haben. Jetzt kannst du das Schnellreisen nutzen. Damit kannst du dich zu jeder New U-Station teleportieren, die du bereits besucht hast, wie dem auch sei. Mir geht es wieder etwas besser. Willst du die Headlands von Matt Mal befreien? Genau, Story-Mission. Man musste die Nebenmission machen, um jetzt die Story-Mission zu machen. Matt Mal hat die Straßen nach New Haven verbarrikadiert und setzt den südlichen Teil des Headlands in Angst und Schrecken. Hier oben trifft man so gut wie nie. Was? Hier oben trifft man ihn so gut wie nie. Wenn er sich dir stellen soll, muss er zunächst auf dich aufmerksam werden. Was versteht er deutlicher als ich? Werde dir die Hölle heiß machen. Klar, du erledigst ein paar seiner Leute und zerstörst seine Ausrüstung. Das klingt machbar. Das klingt machbar. Das machen wir. Das machen wir. Wo ist unser Auto? Ah ja, nee, wir wollten ja eins mit Maschinengewehr mal nehmen. Und was nehmen wir da? Ein hübsches gelbes hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich mach das Fahrzeug klar. So. Ja, nee, so richtig Schaden macht das nicht, aber ich verfehle auch gerade alles. Ja, nee. Das lohnt sich nicht wirklich. Dann bleiben wir mal stehen. Oder dann trifft unsere Frontknarre nicht so gut. Und? Wo ist er? Das brennt schon, wie süß. Aber unseres brennt auch gleich, oder? Ja, jetzt brennt unseres auch. Scheibe und Kleister! Wir müssen eindeutig auf... Dings wechseln, wollte ich gerade sagen. Auf... Wie heißt's? Raketenwerfer wieder wechseln. Aber jetzt ist unseres ja eh kaputt. Wir müssen neues holen. Und entweder die... killen uns jetzt hier eh. Yeah! Abgezogen. Also diesmal unbedingt wieder auf Raketenwerfer und jetzt nehmen wir mal ein Pink. Dann wollen wir auch mal alle möglichen Farben durch haben. Aber ist ja mehr so ein Rosa, oder? Ist kein Pink. Gut, gut, gut. Ah, wir kriegen so angezeigt, wo deren Spawnpunkte sind, okay. Weil da die ihre Garagen sind, alles klar. Aber hier kommt gerade niemand mehr raus, da haben wir alle rausgenuckelt. Du bist noch übrig, bist du von einem Auto abgeschossen worden, abgesprungen sozusagen. Jetzt müssen wir hier verzweifelt irgendwelche Patrouillen finden, die nicht spawnen oder... Ah! Woher kommt der Schuss? Da. Von der Patrouille. Eieiei, die sieht gleich anders aus. Okay. In Ordnung. Das andere hat nicht als seine Patrouille gezählt. Okay, verstehe. Die sind etwas aggressiver. Geschütztere Autos haben selber einen Raketenwerfer. Aber wenn ich keine finde, finde ich keine. Also zaubern kann ich nicht. Na, guck mal, da ist ein Auto. Ich weiß aber nicht, ob ihr als... Ah doch, Mad Mal Patrouille heißt das. Alles, was jetzt spawnt, zählt als Madman-Patrouille. Okay. Ich meine, vielleicht muss man auch einmal an- und ausmachen, weil wir hatten schon Autos vorher gekillt. Vielleicht gibt es jetzt Respawn-Probleme. Ist also einmal Spiel neu laden. Ist das da ein Auto? Nee. Das ist altes Wrack. Oh, hier ist die Grenze. Ja, suche ich mal gemütlich weiter. Da hinten habe ich was erspäht. Was war das für eine komische Schanzaktion? Das steckt fest. Gleich Überraschungsangriff. Bumm.
Hinter uns ist auch was, aber ich glaube, das war ein normaler Soldat, oder? Das war kein Auto. Ja. Normale Soldaten. Ja, könnte sein, dass dafür dann das Maschinengewehr besser ist, wer weiß. Ne? Und da ist ein rotes Auto, das hat das letzte Mal auch einen Raketenwerfer. Ja, das zwickt natürlich, wenn die treffen. Aua, und treffen natürlich viel besser als wir, weil wir sehen nichts, aber sie hängen vor uns. Okay. Glück gehabt. Aber wir sind halb down. Ich mache dir nur Aufträge, wo es darum geht, mein Zeug zu schrotten. Ich glaube, wir setzen diese Dreckskerle nur in meine Kerne, damit du sie dann hochjagst. Ja, treffe ich natürlich niemanden. Aus der Distanz treffe ich niemanden, ist ja wohl klar. So, da ist noch einer und leider wieder mit dem Raketenwerfer. Die sehen wir wieder so wenig. Besser, Scheibenwerfer. Ich habe ihn. Boah. Knappe Sache. Dann ein zweites Fahrzeug. Scheibenkleister, das überlebt man nicht. Ich steig schnell aus. Na, das war zu spät. Ich wollte schnell aussteigen. Nun kommt das Auto wieder. Hätte ja klappen können. So, gleich mal Rache nehmen. Wo ist er? Da ist er. Das zwickt. Mit diesen Raketenwerfern. Das ist es gewesen. Ne? Hat mich gewundert. Ich mache ja gar keinen Schaden. Ja doch, doch. Das war sobald sie einen Raketenwerfer haben. Scheiße. Jetzt steige ich schnell aus, dass das Auto keinen weiteren Schaden nimmt. Da ist das Auto nämlich ganz schnell hinüber auch. Aber jetzt ist das Auto hoffentlich wieder ein bisschen regeneriert. Nein, ist es nicht. Scheiße, schnell aussteigen. Das ist natürlich saugefährlich, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das regeneriert, während man aussteigt. Dann kann man später wieder reinhüpfen, aber nein, nein, nein. Ich mach das Fahrzeug klar. So. Jetzt hat. Bubisch. Du Fahrzeug, du. Hoffentlich. Da. Ah! Seins trifft natürlich seinen Schuss. Scheiße. War ja klar. Er hat mich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen. Scheiße. Banditen hin oder her. Das waren astreine Flitzer. Scheiße, ich hab die Kamera nicht rechtzeitig gedreht. Oh, das gibt's doch nicht. Zum Schluss nochmal gekillt worden. Ein Lehrauftrag war haarig. Muss man schon sagen. Weil die einem einfach so viel Schaden gemacht haben. Man das nicht verhindern konnte, wirklich. Ein großartiger Anfang. Jedes zerstörte Banditenfahrzeug schwächt Mel nur noch mehr. Yeah. Du hast die Banditenbande in diesem Gebiet dezimiert. Ihr Anführer, Matt Mel, muss sich dir stellen, denn jegliche Untätigkeit seinerseits würde seine Anhänger als Anzeichen von Schwäche betrachten. Mach ihn im Dell Headland ausfindig und bereite seiner Leidenschaft für das Blutvergießen ein Ende. Aber sei vorsichtig, er kann jedes beliebige Fahrzeug in eine tödliche Waffe verwandeln. Wenn er tot ist, setze deine Reise nach New Haven fort. Sprich mit dem Claptrap am Tor. Das Gebiet hier hauptquestmäßig schon abgeschlossen. Also nebenquestmäßig wird ja natürlich noch einiges hageln. Ne? Hauptquestmäßig. Also was nehmen wir denn, um bei ihm reinzufahren? Seine Hardcore-Fahrzeuge waren rot hier. Dann nehmen wir auch rot. Und sagen einmal Hallo. Wenn ich okay, das ist Matt Mel. Denk, wir müssen ohne Auto kämpfen. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verscherbelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Whee. Okay, dann hau mal rein. Was hat er denn so im Angebot? Nix. Aktiviert ja gar nichts. Hallo. Dran vorbeifahren? Ah nein. Jetzt müsste das Tor erst geschlossen werden, oder was?
Ah ja, man hört ein Horn. Ah! Oh, Scheiße. War ja so klar. Müssen wir erst so Dinger besiegen? Das mache ich nicht mit. Wie sieht das aus, wenn der gegen meinen Turm fährt? Wir müssen erst Buddies gehen. Ich meine, das macht irgendwo Sinn. Friendly Fire scheint nicht zu geben. Ah! Okay, Shotgun Level ist gestiegen. Immer gut, immer gut. Hoffentlich mit mehr Nachladezeit. Über eine Rakete weggesprungen. Wie stylisch ist das denn? Yeah, eine Karre erledigt. Wahnsinn. Gucken wir mal, ob unser Auto sich irgendwie ein bisschen regeneriert hat. Damit wir uns vielleicht dann unser Schild regenerieren können in der Zeit. Wir haben es geschafft. Können wir so ein paar Idioten noch überfahren, wenn möglich. Oh, da wird in der Mitte jetzt was ausgefahren. Okay, wie zieht der uns ab mit seiner Karre? Eine Menge. Okay, wir müssen raushüpfen. Wir müssen raushüpfen, bevor es explodiert. In Abstand nehmen, damit unser Auto regenerieren kann, ist schon zu spät. Okay. Zurück können wir nicht ein neues Auto holen. Irgendeine Stelle suchen, wo er uns nicht überfahren kann. Haben wir es noch geschafft, auszuweichen? Nein. Uns haben die Raketen gekillt. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Wir müssen anders an die Sache rangehen. Anders an die Sache rangehen, ganz eindeutig. Oh, wir ziehen ihm aber gut was ab mit unserer Schrotflinte. Wenn wir da einmal einen guten Lauf haben, das kann gut laufen, ja, ja, ja. Nehmen wir mal die andere Schrotflinte, die mehr Schaden gemacht hat, aber nicht ganz so spammig war. Vielleicht günstiger jetzt bei so einem Kampf. Die hat noch mehr Schaden gemacht. Was wir auch versuchen könnten, wäre ihn da wegzusnipern. Ich weiß ja nicht, wie das so läuft. Wir haben ja diese SMG, die ziemlich genau und hart schießt. Oh, die macht ein bisschen Schaden, nicht wirklich viel. Oh, ist so eine grausame Idee, mit Raketen behagelt werden. Meine Fresse. Aber eine sichere Sache scheint es zu sein. Gucken wir mal, haben wir da noch was Besseres auf Lager? Wir können auch einfach mal mit der Schrotflinte reinhalten, die halt mehr Schaden macht. Das ist ja ein dicker Gegner. Auch nicht so toll. Haben wir noch was anderes? Das, was wir hier vom Nebenquest, dieses Assault Rifle. Das hat ja auch gut Schaden gemacht, als wir es mal benutzt haben. Ja, läuft. Können wir den Turm noch hier hinschmeißen, falls er denn mitmacht. Vielleicht trifft er ja was. Die Raketen, die er verschießt, alle paar Sekunden, treffen ja eigentlich automatisch. Okay, irgendwie werden wir hier getroffen, obwohl wir voll in Deckung sind. Muss wohl Explosionsschaden sein, der uns da trifft. Ja, gucken wir mal um die Ecke, ob der Turm was gemacht hat. Wie sieht's aus? Hat was gemacht. Und? Ja, ja, läuft. Nicht wirklich gut, aber es läuft. Wieder zurückziehen, immer wieder ein Magazin in die Richtung halten. Stößt mit seinen Kumpels selber zusammen. Hat keinen kritischen Punkt, ne? Glaube ich zumindest. Und so Reifen kaputt schießen und sowas geht halt in dem Spiel hier nicht. Man könnte auch gucken, wenn wir hier mit dem Auto so an die Kante kommen, ob sich das lohnen würde. Aber man hat ja ein Problem runterzuschießen, ne? Vielleicht. Ja, ne. Nee, ist nicht so gut. Ja, wir können volle Kamikaze rein und mit einer Schrotflinte voll draufhalten, während er auf uns zurattert. Das könnten wir mal riskieren. Oh, da ging was schief. Das
musste ich jetzt natürlich kurz ausnutzen. Eines seiner Fahrzeuge da wegschnackseln. Da runterschmeißen den Turm, dann sind wir vielleicht vor ein paar Explosionen besser geschützt. Effizient und effektiv. Super. Schrotflinte auf die Distanz ist natürlich Schwachsinn. Weiß nicht, warum ich es probiert habe. Aber wenn er so nah kommt, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich kurz lohnen. Hm? Oh, was soll's. Oh, Schild ist wieder da. Und? Kriegen wir ihn noch? Ja, sauber. So läuft's. Sichere Sache, würde ich behaupten. Und gleich ist er weg, gleich ist er weg. Können wir noch ein episches auf uns zufahren mit der Schrotflinte drauf. Ja, dann haben wir ihn mit der Schrotflinte besiegt. Na, wer sagt's denn? Merkmal ist nicht mehr. Gott sei seiner verdammten Seele gnädig. Dich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Ja, machen wir. Wo bist du? Genau. Einfach in New Haven. Wenn wir schon finden. So. Hinten Psycho noch hinter uns. Ah, in die Luftjage Psycho. So, jetzt sind alle weg. Jetzt können wir gucken, was er für Loot gegeben hat. In dem Teil kriegt man ja eigentlich noch sicher einen Spezialloot, wenn man einen Gegner killert. Oder auch nicht, weil er keinen gibt. Egal, ziehen wir trotzdem an, auch wenn es dasselbe ist, weil ich hab's vom Boss gekriegt. Gut, das Geld habe ich nicht aufgehoben. Okay. Was soll's. Gibt Schlimmeres. Dann würde ich sagen, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Machen wir das nächste Mal weiter. An dieser Stelle hier, wenn wir mit Claptrap sprechen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüssikowski und bye bye.